Siehst du was? Jetzt erwarte. Oh, jetzt bin ich ja drin. Ladies, wir testen hier gerade was. Also, der Anfang ist ein bisschen holprig, aber ist egal. Ich sehe auf jeden Fall, dass du drinnen bist. Siehst du, dass ich live bin? Ja, aber ich kann das. Dann musst du nichts freigeben. Okay, geh einfach in mein Live rein. Mein Mann möchte nicht im Live zu sehen sein, deswegen steht er vor der Tür. Also. Also, ich mache jetzt mal weiter. Herzlich willkommen an alle neuen Ladies hier. Ja? Da muss man eine Anfrage senden, wenn man beitreten möchte. Du sollst nicht mein, du sollst einfach freigeben. Ist irgendwas zum Freigeben? Nein, ist nichts. Gut, dann bin ich jetzt live. Siehst du das in meiner Gruppe? Ich bin ja nicht blond oder so. Bring mal dein Handy her. Kannst du in meiner Gruppe sehen, ob ich live bin? Naja, ich bin ja live. Verwalten, freizugeben den Betrag. Gibt's nicht. Okay, das heißt, ich bin jetzt live. Doch, ich bin live. Hier, Kikis Grazien ist jetzt live. Okay, lass mich die Mama, ich brauche mich nicht. Was ist das denn jetzt? Okay, egal. Ich bleibe jetzt einfach mal live. Vielleicht funktioniert es nicht. I don't know. Kikis Grazien ist jetzt live. Also man müsste ja eigentlich rein theoretischerweise jetzt meinen Beitrag sehen. Weil ich bin ja auch Admin. So, Test Nummer 1. Ich gehe jetzt mal in das Live rein, kommentiere mal mit. Ich lade jetzt mal die Monja ein. Ganz schlechte Idee. Ladies, ich bin gleich soweit. Ich muss aber ganz kurz hier abchecken, wie das funktioniert. Kann ich hier irgendwelche Leute? Nee. Also, ich lasse das jetzt einfach mal. Wir werden sehen. Ansonsten muss ich das morgen irgendwie nochmal anders tun. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie anders. So. Boah, nee, das nervt mich jetzt aber. Was mache ich denn jetzt? Soll ich das Video jetzt nochmal beenden und nochmal neu reingehen? I don't know. I don't care. Oh Mann, ey. Aber eigentlich wollte ich ja hier live bleiben. Atmen. Was mache ich jetzt? Gut, finde.
Also ihr müsstet ja eigentlich rein theoretischerweise mein Live jetzt sehen. Das klappt. Ah, ich glaube, ihr kriegt keine Benachrichtigungen, weil ich mit Kikis Grazien drin bin. Okay, ist egal. Ist egal. Schaut es einfach einmal im Replay an und morgen mache ich das dann irgendwie anders. So, ist denn schon irgendjemand da? Es ist ja auch schon ganz schön früh, noch so früh und schon so spät. So, Ladies, also nochmal herzlich willkommen an alle neuen Ladies. Lasst gerne ein freundliches Hallo da. Ich bin die Kiki. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Wenn du im Replay schaust, bitte einmal Hashtag Replay oder ein Herzchen oder ein Hallo oder was immer du möchtest. So, ich will jetzt heute auf jeden Fall mal Silber, Rot und Schwarz probieren. Ob das Ganze funktioniert, keine Ahnung. Wie das ausschaut, keine Ahnung. Aber ich glaube, das schaut richtig geil aus. So, ich habe jetzt hier meine Dings drauf, mein Primer drauf. So. Ich sehe ja nicht, ob da jemand live ist. Also, beziehungsweise bin ich live? Ist jemand da von meiner Gruppe? Ist jemand da? Ist jemand da? Oh, ich liebe dieses Puder-Make-up. So, ich habe da einen ganz krassen Look gesehen gestern. Natürlich. Im Social Media. Und ich will mir den nachschminken jetzt, weil ich den einfach nur abartig geil fand. So. Ladies, ich habe hier einmal umgebaut und angebaut. Gott, ist das geil, das Make-up. Das passt. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ist jemand da von meiner Gruppe, der mal hier irgendwie ein Like da lassen kann oder irgendein Kommentar oder irgendwas, damit ich sehe, dass ich live bin oder beziehungsweise damit ich sehe, dass ihr das seht oder. Gut, dann unterhalte ich mich wieder selber. Der Plan muss wohl noch ausgearbeitet werden. So, einmal Concealer drauf. So, und dann hatte ich hier noch Concealer drauf gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Kann es sein? Kann sein. Keine Ahnung, ich mache das jetzt einfach mal. Und ich verblende das Ganze mal. Warum sie? Ach, der hat noch überall Concealer drauf gemacht. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich will jetzt erst mal. Boah, sehe ich jetzt irgendjemanden hier im Live? Funktioniert mein Plan? Funktioniert mein Plan nicht? Bin ich wieder Alleinunterhalter? Muss ich wieder Selbstgespräche führen? Okay, das. So. Kann jemand bitte kommentieren? Falls irgendjemand da ist, außer mein Mann. Einmal kommentieren, ob ich jetzt hier live bin oder nicht. Interessante Geschichte. So. Okay. Das hätte ich dann einmal erledigt. Dann mache ich jetzt mal meine Augenbrauen. Auch das ist eine ganz wackelige Geschichte hier. Ich habe hier umgebaut, Ladies. Ich habe jetzt hier einen Schminktisch stehen und da einen Schminktisch stehen.
weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Und das war der falsche Augenbrauenstift. Ich sehe jemanden. Wer ist da? Spannung steigt. Wer ist da? Ist hier jemand? Ist da jemand? Ich sehe noch keinen Namen. Könnte die freundliche Person bitte ein Hallo reinschreiben? Sonst fühle ich mich erstens mal alleine, zweitens mal völlig blöd und drittens mal weiß ich nicht, ob mein Plan aufgeht. Das wäre sehr, sehr freundlich, wer auch immer die Person ist, die gerade hier live gekommen ist und wieder weg ist. Oh. Egal, das kriegen wir hin. Ohne Probleme. So. Ich mache mal meine Augenbrauen, versuche die heute mal nicht zu verdatschen. So. Oh mein Gott. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, das Licht ist so, wie ich jetzt hier sitze. Ist eigentlich auch nicht viel anders, nur ein bisschen verrutscht. Ein bisschen heller, ein bisschen besser. Das gefällt mir irgendwie. Tada! Die Augenbrauen sind durch bei mir. Aber sowas von durch. Voll vermalen jetzt. Läuft. Sind sie jetzt gleich? Oh mein Gott, never ever sind die gleich. Never. Never. Das geht gar nicht. Und außerdem, wisst ihr, was jetzt geil ist? Meine Augenbrauen sind so ein Arsch, Alter. Einmal schön verzupft. Komm, scheiß drauf. Nee, das kann ich nicht so lassen. Vergiss es. Das nervt mich. Okay. Es gibt keinen Plan für Augenbrauen. Ich habe zwei verschiedene Augenbrauen. Okay. Egal. So, Ladies, jetzt trinke ich erstmal aus meiner mega geilen Tasse, die ich von meiner Sister bekommen habe. Ich feiere die, oder? Das ist jetzt meine neue Live-Tasse übrigens. Die letzten Tage habe ich es vergessen, immer. Türkischen Kaffee, beziehungsweise griechischen Kaffee. Aus der Tasse von meiner Sister. Ich feiere das. So, sie weiß nämlich, dass ich immer Kaffee trinke während dem Live. Meine Augenbrauen sind so im Arsch. Was machen wir denn da? Ich habe zwei verschiedene Augenbrauen, Ladies. Egal. Das wächst wieder nach. So. Ich will da jetzt ehrlich gesagt nicht so viel da drauf schmieren. Okay. Also. Ich teste jetzt Schwarz, Silber und Rot in meiner neuen Palette. So, einmal die hier und einmal den kleinen Schlüsselchen hier. Das war sehr glorreich von mir, das da rein. Ah, das geht doch leicht. Ich dachte, das geht sehr schwer raus. Aber ist nicht so der Fall. So, was habe ich da für eine Farbe drin? Ah ja, genau, da waren die roten. Da war dieses Optimist drin. Nee. Dizzy wollte ich. Dizzy. So, meine Pinsel haben auch einen neuen Halter bekommen. Sind sie alle schön da drinnen. So, let's get started. Testen wir Silber, Rot, Schwarz. Und zwar, wo habe ich es jetzt hin? Da. Mache ich das jetzt mit Tesa, damit ich eine schöne Kante habe. Tadam, tadam, tadam. Weil das mit dem Schwarz ist zwar geil und so, ne? Aber ich glaube, wenn ich da so eine richtig schöne scharfe Kante habt, dann schaut das mega aus.
Okidoki, let's go. Sind ungefähr gleich, ja. Hauptsache. Hauptsache. Es ist dann irgendwie kantig. So. Ich fange mit der hellsten Farbe an. Also, ich nehme jetzt als allererstes mal Dizzy. Mal mir das hier hin. So, als Highlighter nehme ich das gleich. Das könnte gut werden. Das könnte gut werden, Ladies. So. Okay. Nachschminken müssen wir sowieso noch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Jetzt nehme ich dieses Rot, das Dunkle. Das ist Jittery. Jittery. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. So, wenig. Das mache ich mir jetzt hier in die Mitte rein. So. Oh yes. Einfach gerade hoch. So ein Millimeter über dem. Und hier auch. Gut, das wird jetzt nicht gleich ausschauen. Never ever. Das kriege ich nicht hin. Aber das ist ungefähr. Habe ich irgendwo. Ah ja, da, mit dem habe ich schon mal schwarz gemacht. Ich nehme den hier. Den ganz dünnen. So, mit dem fahre ich jetzt in das Schwarz rein. So. Und so. Ein bisschen. Oh, yes. Ich würde mal sagen, läuft. Ich würde mal sagen, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Ich ziehe das jetzt noch ein bisschen darüber. Und hier ziehe ich das noch ein bisschen hoch. Gut, das muss ich dann noch ein bisschen verbessern, glaube ich. Ich weiß es nicht. Dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Ich habe noch nie solche knallige Farben benutzt, Ladies. Aber ich glaube, ich finde das richtig geil. Das tue ich mir jetzt irgendwie so hin. Oh Gott, die Kleine hustet schon wieder. Hey, das ist ja übel. So. Geilo. Okay. Das wäre mal erledigt. Ich verblende mal das Schwarze noch ein bisschen, damit es ein bisschen weicher ausschaut. Und hier noch. Dann nehme ich mir noch irgendeinen anderen Pinsel. Wartet mal. Den kleinen, dann kann ich es noch ein bisschen knalliger machen. Meine Güte. So, und hier noch. Ich flippe aus. So, und jetzt nochmal mit dem Dizzy nacharbeiten. Noch ein bisschen was, damit es hier kräftiger wird. Boah, das ist jetzt schon ein richtig krasses, kräftiges Make-up. Also, what the fuck ist das geil? What the fuck? Sehr interessant, aber
Ich verblende mal das hier noch ein bisschen, damit das nicht so ganz abgehackt ausschaut. Oh yes, das ist cool. Mit dem linken Auge bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das muss schon noch bis da hochgezogen werden. So. Jetzt das andere wieder. So. Muss man einfach nur ein bisschen halt so rumspielen. Und dann flutscht das Ding runter. So, jetzt passt's. Kann man lassen. Das schaut gut aus. Krass. So, dann beende ich das Make-up hier noch und ziehe das noch vor. Zieh das hier noch vor. Hier noch ein bisschen verblenden. Oh, mega. So, Ladies. And now, es ist ganz einfach. Ich glaube, ich nehme jetzt dieses Schwarz, mache das Schwarz zuerst rot. Dann das Schwarz. Das mache ich jetzt als allererstes mal weg hier. Yeah. Geilo Milo. Oh, das war zu festes Teaser. So, dann kann ich hier nochmal nacharbeiten. Weil. So, oh, warum ist es jetzt dunkel? Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt hat. Dann kann ich das Schwarz hier noch ein bisschen nacharbeiten. So. Geilo Milo. Jetzt nehme ich mir das Schwarz. Erst das Rot, dann das Schwarz. Erst das Rot, dann das Schwarz. Dafür brauche ich meinen Spiegel. Mal ganz kurz. Oh mein Gott, Ladies, das ist so mega. Ich habe mir das ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber ein bisschen da, ein bisschen hier. Und je nachdem, wie viel man drauf macht, das kann von rosa bis rot aussehen. Geilo. So, jetzt nehme ich das Rot und fahre hier an der Wasserlinie. Am Wimpernkranz. Das mache ich jetzt rot. Gut. Ich mache jetzt nicht so viel rot, weil sonst schaut es nämlich, dass es. Sonst schaue ich so krank aus. Und darunter setze ich dann noch im Schwarz. So, und hier sieht man natürlich den Teaserstreifen. Ja, deswegen sollte man bei so einem Make-up vielleicht doch erst das Augen-Make-up machen und dann. Alter, jetzt sieht man es aber extrem. So. I'm gonna live in the rain. I'm gonna live in the rise. Okay. Und jetzt nehme ich das Schwarz. Mach mir das dahin. So unterhalb. Boah, der Pinsel ist so dick. So, unterhalb vom Auge. Noch ein bisschen und beende das Augen-Make-up. Das ist ein Experiment heute mal wieder. Hier definitiv. Gut, das Rot sieht man, erkennt man jetzt nicht extrem irgendwie.
Ist rot, also extrem ist es nicht sichtbar, so. Versuch das jetzt einfach irgendwie hinzukriegen, dass es allmählich gut ausschaut. Jetzt nehme ich einen Schluck Kaffee. Warum sehe ich niemanden, der hier drinnen ist? Das ist halt einfach auch gar nicht meine Zeit, live zu gehen. Aber egal. Hashtag Replay nicht vergessen, Ladies. So, ich nehme, was nehme ich für einen Kajalstift? Ich wollte ja heute so verruchte, schwarze Augen machen. Deswegen nehme ich jetzt auch schwarzen Kajalstift. Komplett schwarz. Waldfee, das habe ich ja auch noch nie in meinem Leben gehabt. Und irgendwie ist das auf der Seite. Im Live schaut das, in der Live-Kamera schaut es anders aus. Wie? Puh, das ist aber ganz schön schwarz. Aber so hier jetzt im Spiegel schaut es nicht extrem schwarz aus. Interessant. Ja, gut. So, nehmen wir gleich mal die Wimperntusche. Ladies, ich weiß, dass ihr mein Live seht, auch wenn ihr nicht draufklickt. Deswegen scheut euch nicht und klickt einfach mal auf mein Live drauf. So, einfach in die Mitte in mein Gesicht. Dann sehe ich nämlich, dass du mein Live gerade anschaust. Und stell dir vor, wir könnten dann sogar kommunizieren. So, mit der Technik von heute läuft. Oh yes, ich liebe es. Ich liebe es. Oh, voll vermalen. Egal. Und hoppala nochmal. Das mache ich jetzt gleich weg. Ist ja klar, dass man die Schwarzen jetzt hier nicht so sieht, ne? Ganz schön schwarz. Extrem. Aber gut. Das war mal ein Test. Also so an sich finde ich das ja gar nicht mal so schlecht, Ladies. So, jetzt müsst ihr nur wissen. Ach ja, das ist wieder sehr glorreich von mir. Das ist also. Die Konstruktion hier gefällt mir noch gar nicht. Ja, genau. Weil jetzt komme ich nämlich nicht an mein. Geht gar nicht. Geht absolut gar nicht. Bitte bleib jetzt einfach nur stehen, Lampe. So. Dann habe ich meinen Augenbrauenstift. Ja. Ich habe jetzt einfach hier die Bürste. Erst trocknen lassen, Ladies, und dann wegmachen. So. Und ihr könnt ja nochmal, wenn man es extrem sieht, gehen. Ladies, ich fühle mich wie so ein Papagei.
Okay. Nichtsdestotrotz gibt es richtig geile Fotos. So, und jetzt machen wir mal ein Contouring. Mache ich jetzt einfach mal hier hin. So. Auf der anderen Seite auch. Dann nehme ich, ich sage immer Womanizer, aber Womanizer ist was anderes. Luminizer. So, und dann machen wir hier noch. Ein bisschen hier verblenden. Dann nehmen wir noch Rouge. Also, wenn ich meine Augen so habe, ne, Ladies? So ist ja ganz geil. Aber wenn ich das so mache, dann habe ich so das Gefühl, da läuft nichts. Okay, ich lasse es jetzt einfach. Ich will jetzt nicht noch mehr rumspielen. Wisst ihr warum? Weil sonst alles verschmiert. Vielleicht. Jetzt nehme ich noch Rouge. Rouge. Das mache ich mir jetzt noch da rein. Ziehe alles nach oben. So. Nach oben. Es ist komisch, wenn niemand im Live drinnen ist. Okay. Jetzt nehme ich für die Lippen Lip Liner. Lip Liner. Okay. Und jetzt kommst du zum Einsatz. Den hier. Wohl, warte mal. Doch, das müsste eigentlich klappen. Oder ist der zu lila? Doch, der ist zu lila. Da gibt es noch einen Röt. Oh, genau der hier. Der passt. Der passt. Der passt. Schaut's mal, Ladies. Ja. Der passt. Mega. Geilo. Geilo, Milo. Holla, die Leute. Die Klammer hier weg. Das irritiert mich irgendwie. Aber es kann auch sein, jeder Mensch hat ja zwei verschiedene Augen, ne? Aber so krass, das kann ja nicht sein. Ich glaube, da muss ich einfach mal nacharbeiten. Das stört mich einfach. Wir belassen das, weil das wird mir zu extrem schwarz sonst. So, ich nehme jetzt noch mal was von dem DC, das kann man ja auch zum Highlighten nehmen. So.
bisschen was auf die Nase. Keine Meinung. Läuft. Also Spiegelcheck sagt crazy shit. Crazy, crazy shit. Crazy shit. Noch ein bisschen Wimperntusche, damit die Wimpern oben noch extremer rauskommen, Ladies. Vor lauter Schwarz sieht man sonst meine Augenbrauen, meine Wimpern nicht mehr. Oh, schau was im Auge. Nicht jetzt. Hallo. Und easy peasy. Puh. Das fetzt. Es geht zwar gewagt und extrem, aber meiner Meinung nach läuft. Kann man definitiv machen, Ladies. Kann man machen. Dieses Rot ist einfach so affengeil. Silber, Rot, Schwarz. Ja, passt. So wollte ich es. So, Ladies. Geilo Meilo. Ich finde es mega geil. Muss ich echt sagen. Also, hätte ich nicht gedacht. Denkst du dir wahrscheinlich, jetzt hör doch endlich auf, da rumzufuschen. Aber, nee, mach ich nicht. Wenn du das jetzt im Replay anschaust. Ich will das hier dunkler haben. Hallo Meinung. Naja. So. Jetzt kurz mal. Boah, krass, wie rattenscharf das ausschaut. Mega. So, Ladies. Das war mein Live für heute. Auf ins Wochenende. Und so, auf ins Wochenende und so. Vergiss nicht einmal Hashtag Replay, wenn du das jetzt im Replay anschaust. Lass doch gerne mal einen Kommentar da, wie krass genial das eigentlich ausschaut. Oder was du dazu so sagst. Freue ich mich auf jeden Fall. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Habt es fein. Wir sehen uns morgen wieder in der Früh. Und ja. Ich höre jetzt auf, hier rumzuspringen. Warte, jetzt da sieht man noch den Tupfen. Das kann ich gar nicht abhaben. Noch schnell ein bisschen verblenden. So, okay. Okay, jetzt höre ich auf. So, in dem Fall wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Habt es fein. Wir sehen uns morgen. Happy Weekend. Und, Kylo Milo. Easy peasy. Und ciao, Kakao. Dieses Wochenende wird sogar spannend. Ich gehe nämlich irgendwo hin. Aber das verrate ich euch noch nicht. In dem Fall. Lass ein Herzchen da, lass ein liebes Hallo da. Hashtag Replay. Wunderschönes Wochenende. Easy peasy. Und ciao, Kakao. Eure Kiki aus Österreich.